Vielen Dank, dass du für dieses Video eingeschaltet hast. In diesem Video geht es darum, wie man aus der Lidl Smart Home Serie eine Lampe mit dem Home Assistant koppelt. In einem anderen Video habe ich schon erklärt, wie die Integration von Zigbee am besten funktioniert mit Home Assistant. Jetzt schauen wir uns an, wie wir mit diesem Wissen eine Livano Lux Lampe aus der Lidl Smart Home Serie koppeln können. Nur noch mal kurz zur Einführung. Ich habe hier einen Raspberry Pi im Einsatz. Daran hängt die Konbi 2. Das ist ein Gerät von Dresden Elektronik. Ein kleiner USB-Stick, der Zigbee spricht. Ich kann hier mal die Packung ins Bild halten. An der seht ihr schon, wie klein das Ganze ist. Ja, einfach ein kleiner USB-Stick. Und mit dem kann ich dann mit Zigbee-Geräten kommunizieren. Woher weiß ich, dass die Lidl-Lampe eine Zigbee-Lampe ist? Naja, das verrät mir die Verpackung. Kann ich einfach mal drauf schauen. Irgendwo hatte ich es doch gesehen. Hier ist das Zigbee-Logo. Wenn das zu sehen ist, kann man im Prinzip davon ausgehen, dass die Geräte miteinander funken können. Ob die dann mit Home Assistant wiederum kompatibel sind oder mit der Integration, die ich hier benutze, ist wieder eine andere Frage. Aber fangen wir mal an. Damit die Lampe in den Kopplungsmodus kommt, muss sie ja so eine Blinkfrequenz anzeigen. Ist das bei euch nicht der Fall, weil die Lampe vielleicht schon mit einer anderen Bridge gekoppelt ist oder mit einem anderen Zigbee Gateway in Verbindung steht, dann müsst ihr dreimal die Lampe ein- und ausschalten. Ich habe jetzt hier das Glück, dass ich einen Schalter direkt hier dran habe und dann fängt die das Blinken an. Wir schauen uns das kurz an, damit ihr auch genau wisst, was ich damit meine. Ich schalte sie einmal ein. So, und jetzt leuchtet sie rot. Das mit dem Blinken bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob das nur vom Werkszustand kam, aber macht ja nichts. Wir setzen die jetzt einmal gemeinsam in den Werkszustand und dann können wir ganz sicher sein, dass sie im Kopplungsmodus ist. Ihr seht hier meinen Schalter und ich mache jetzt mal an und aus, solange bis die anfängt zu blinken und dann weiß ich, dass sie quasi zurückgesetzt ist. Also. Ja, das ging jetzt irgendwie schneller als erwartet, aber jetzt bekomme ich eben diese Blinkfrequenz. Sollte eigentlich dreimal sein. Entweder habe ich mich jetzt verzählt oder es ging einfach schneller. Wenn die in diesem Modus ist, dann ist sie tatsächlich im Kopplungsmodus. Also wenn sie hier so dieses ja, Stroboskoplicht, dieses langsame, an den Tag legt. Ich glaube, mein Handy steuert immer wieder nach, deshalb kann man es nicht so gut sehen. Ich halte mal meine Hand drauf, dann sieht man es an meiner Hand, dass die in so einem Blinkmodus ist. Für uns heißt das, die ist kopplungsbereit und jetzt müssen wir nur noch mit der Konbi quasi die Kopplung herstellen. In meinem anderen Video habe ich schon beschrieben, dass ich eben nicht die Decons-App benutze. Das ist im Prinzip euch überlassen. Wie gesagt, schaut das andere Video. Hier schauen wir uns jetzt nur an, wie wir die Lampe koppeln können. Dazu gehe ich in Home Assistant, links auf Einstellungen, rechts auf Integration. Jetzt sehe ich hier die Übersicht meiner Integration und wenn ich ein bisschen runtergehe, habe ich hier Zigbee Home Automation. Hier gehe ich mal auf drei Geräte und rechts unten auf Gerät hinzufügen. Jetzt fängt er an, nach Zigbee-Geräten zu suchen und zack, hat er es auch schon direkt gefunden. Ist also ganz einfach. Der Gerätename wieder mal sehr kryptisch hier. Ich nenne das jetzt Lidl Lampe RGB oder sowas. Bereich ist bei mir das Arbeitszimmer. Und ja, das war's schon. Jetzt kann ich hier zurückgehen und ich kann mal schauen, ob wir jetzt mal hier irgendwas machen können, dass man auch sieht, dass es funktioniert. So, zumindest mal an- und ausschalten funktioniert. Für mich heißt das, ich habe die richtige Lampe jetzt hier gekoppelt. Wenn ihr Fragen zu Home Assistant habt oder bestimmte Videos gerne sehen möchtet auf diesem Kanal, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wer weitere Videos zu Home Assistant sehen will, der kann mich gerne abonnieren, denn da wird noch einiges folgen.